Ich bin die Katrin Luiga, bin Einzelhandelskauffrau beim Sparmarkt Brauchner in Gresden und bin momentan im dritten Lehrjahr. Also ich habe flexible Arbeitszeiten, das heißt, wenn ich frei brauche, kriege ich jederzeit frei. Freundlich sein, höflich und hilfsbereit. Also bei uns ist es so, in jeder Abteilung schaut das ganz anders aus. Und wenn ich zum Beispiel beim Brot bin, komme ich um 6 Uhr, rahme das ganze Brot vom Ofen aus, rahme das ganze Gebäck für die Vitrinen ein und für die Aktionen, dass wenn wir um 7 Uhr aufspüren, dass alles da ist für den Kunden. Dann durch die ganzen Tafel stecken, schauen, dass die Preise passen, wenn zum Beispiel Aktionswechsel ist. Dann gehen Tiefkühlraum zusammenräumen und dann konzentriere ich mich voll und ganz auf den Kunden. Ich möchte gern bei uns da im Markt Brotabteilungsleiterin werden. Ich heiße Brauchner Claudia und bin die Chefin unserer drei Sparmärkte in Böchlern, Gressel und Ipsitz. Der Umgang mit den Kunden und mit den Mitarbeitern. Ich habe selber Einzelhandel gelernt in einer Bäckerei und Spargeschäft und dann war ich bei der Firma Steinecker und 1994 haben wir uns selbstständig gemacht. Dass unsere Lehrlinge jede Abteilung lernen und sich genau auskennen in den Abteilungen. Den Willen, den Lehrberuf zu erlernen, die Freude im Umgang mit den Kunden und eine Ausstrahlung soll er mitbringen. Ich bin die Telly Chimmen und bin Brotverantwortliche beim Sparmarkt Brauchner in Gresden und mache momentan auch die Tagesverantwortung. Das Wichtigste ist einmal die Kundschaft zufriedenzustellen, dass die Abteilung passt, Nachbacher ist und die Mitarbeiter, die was bei mir in der Abteilung sind, die Arbeiten erledigen, die was zu erledigen haben. Ich habe da gelernt und nach der Lehre bin ich Brotverantwortliche geworden und jetzt mache ich auch die Tagesverantwortung dazu. Dass ich die Tagesverantwortung machen darf, das heißt, ich habe die Verantwortung vom ganzen Geschäft, habe die Telefone, darf die Kasse machen, bin in verschiedenen Abteilungen, wo sie mich brauchen und das gefällt mir halt einfach voll, weil ich die ganze Verantwortung haben darf und mit meinen Mitarbeitern schaffen wir das und schauen, dass das Geschäft passt.